ihr würdet an einem FIFA-Turnier teilnehmen und nebenbei auch im Livestream online gezeigt werden, dann guckt unbedingt, unbedingt in meiner Beschreibung in diese Discord-Gruppe, die ich reinschreiben werde. Denn dort könnt ihr bis zu 30 Euro gewinnen, wenn ihr halt auf Platz 1 landet. Die Teilnahmebedingungen sind einfach nur folgende. Ihr dürft nicht mehr als 0 Live-Spieler benutzen. Ihr solltet FIFA für die PS4 haben. Und das war's auch schon. Also schaut unbedingt rein. Link ist in der Beschreibung. Moin Leute von heute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute machen wir das erste SBB, was ich je auf meinem Kanal gemacht habe. Dabei ist ein Gast, damit ich auch einen fairen Gegner habe. Sag was. Servus, ich bin Jonathan. Und an die Leute, die nicht wissen, was ein SBB ist, wir haben uns ein Team schon vorgebaut. Dieses Team werden wir hier gleich aufbauen, Position für Position oder eher gesagt Reihe für Reihe. Und der Gegenüber muss erraten, welche Spieler wir nutzen werden. Jetzt beispielsweise ist es am Anfang natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt beispielsweise am Anfang ja nicht erraten können, aber wir kennen ja ungefähr die Teams von dem anderen. Und so viel gekauft haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht. Am Ende machen wir dann ein Spiel gegeneinander. Und übrigens, wird ein Spieler erraten, dürfen wir ihn durch einen Bronzespieler ersetzen. Diese Idee habe ich übrigens von der Crew. Checkt sie also unbedingt ab. Link in der Beschreibung. Ach, und wir haben sozusagen einen Torwart-Joker. Und dieser Torwart-Joker heißt, dass wenn wir einen Spieler treffen, wir einen Torwart dahinstellen können. Oder sollten wir den Torwart treffen und nicht den Torwart-Joker genutzt haben, können wir da einen Stürmer hinstellen. Noch eine letzte Regel ist, ja, ihr werdet Spieler sehen, die sind irgendwie auf Stürmer als ZM. Wir werden den Max-Chemie-Modus spielen. Dass wir Spieler, die wir in das Team einbauen, dass wir sie nur eine Position maximal verrücken dürften, also ein ZM auf ZOM oder ZDM, einen rechten Flügel auf RS oder RM oder ein RM nur auf RF, weil es nichts weiter drunter gibt. Und nun fangen wir an mit meinem Starspieler und das ist niemand anderes als Vieira auf dem rechten ZDM. Und auf der anderen Seite haben wir den folgenden Starspieler. Mein Starspieler ist Kräuf und ich bin auf ST. Also, als mein Stürmer habe ich frisch gezogen gestern niemand anderen als Wayne The Rock Rooney. Auf dem LM spiele ich den 89er Leihspieler Son. Und als rechten Flügel niemand anderen als David Neres. Schade. Ich habe Neymar, Dembélé und nochmal Dembélé. Er ist einer von... Ja, der von so, ich habe meine Spieler schon ausgewählt, ihr seht sie. Jetzt hau raus, wen hast du wo stehen? Also LF und RF. Auf LF habe ich Vinicius Junior. In Form. Mhm. Und auf RF habe ich Bergwies OTW gezogen. Ah, scheiße. Digga, ich bin mit Diasch gegangen. So, als ZM, ganz obvious natürlich. Habe ich Awar genommen. Und der ZDM, den kannst du gar nicht haben. Also wenn du den hast, Digga, dann hast du 1 Milliarde IQ. Nämlich Diallo. Diallo. So. Ich habe Coutinho für ZM aufgeschrieben. Für ZDM habe ich einfach noch Dele Alli aufgeschrieben. Auch wenn das gar nicht zusammen geht, aber ich habe gedacht, vielleicht einen nimmst du. Jungs, ihr seht es? Dann hau mal raus, komm. Auf den linken ZDM spiele ich Fernando, auf ZM De Jong in Form und auf ZDM Gravenberg. Bro, tut mir leid. De Jong von Ginkel und Gravenberg. Was? Ich hab De Jong genommen von Ginkel und Gravenberg. Als Rechtsverteidiger spiele ich ganz obvious. Also wenn du das nicht hast, dann tust du mir leid. Ganz obvious natürlich Hakimi. Als Linksverteidiger habe ich gezogen. Könntest du haben, könntest du nicht haben. Fürlend, Mondi. Rechts habe ich aufgeschrieben Uwuso. Ja. Und links ist es Fürlend der Mondi geworden. Ja, scheiße. Okay. Der Mondi kann raus. Da möchte ich auch direkt mit Torwart hin. Bruno Perez. Okay. Bruno da Silva Perez. Und auf LV, der war schon sehr, sehr auffällig. Da habe ich einen 5-Sterne-Skiller stehen. Er ist Marcelo. Und die und Uwuso gemacht? Ja! Ah. Uwuso wollte ich erst, aber das wäre 100-mal zu auffällig gewesen. So, meine Triple-Innenverteidigung besteht einmal aus der Winter-Wildcard von Kossa.
Dann jemanden ganz obviousen, den hast du wahrscheinlich auch. Kipembe. Ja. Der musste irgendwie rein. Und dann als letztes im Tor Magnia. Mein Favo im Tor. Ja, Kimmel Marquinhos da vorne. Ja. Okay, dann ist das schon mal mein Team. Leider mit dem Torwart als Linksverteidiger. Stell da meinen Rabal hin, mein Linksverteidiger. Warte, du hast Corsair gemacht? Okay, wir haben die Spieler reingestellt. Mal sehen, ob wir überhaupt einen erwischen werden. Ich bezweifle es, aber mal sehen. Okay, hau raus. Hast du ein Icon aufgeschrieben? Ja. Dann wirst du es wahrscheinlich haben. Ich habe auf der rechten Innenverteidigerposition Carlos Alberto. Auf linken Innenverteidiger habe ich Nathan Rafael Pelao, ja, diese Season-Karte. Mhm. Und jetzt im Tor. Konnte ich jeden Brasilianer reinstellen. Hast du einen Brasilianer aufgeschrieben? Nee. Okay, ich habe Ederson. Scheiße, ich wollte erst Ederson oder Alisson nehmen, Digga. Aber, ja, ich habe Alaba, Bonu und Carlos Alberto aufgeschrieben. Ja. So, und hier haben wir sein Team. Ja, da haben wir an einigen Stellen auch ein bisschen besser getroffen. Besonders auf der rechten Seite. Eh Glück, ne? Aber. Was ist das? Auf Golf! Ah, Scheiße! Nein. Bill, Digga! Was ist das? Gil, was ist das für ein Mensch? Ich schwöre, ich hab den eine Sekunde rausgeholt, Digga, das kann nicht sein. Das geht ganz daneben. Alter, diese Bälle auf Bergwies, ne? Digga, das kann nicht sein. Was passiert hier? Ja, okay. Okay. Oh nein, das war, entweder waren es Millimeter. Nein, Zeit. Ja, ja, wichtig, komm. Ja, Son war unsichtbar. Das ganze Spiel schon, Digga. Nein. Oh, ei, ei, ei. Digga. Magnan, macht mir nicht so eine Angst, Bruder. Ich wusste es. Nein, nein, nein. Ey, Alter, Junge, spring doch hoch, du Affe. Ja, come on. Nein! Oh, Nathan, Junge. Ehrenmann. Ey, Paul, ey! Ja! Digga. 1 Million IQ grad. Digga, wenn das in die Verlängerung geht. Verpfiffen werden. Ah, Verlängerung. Es geht in die Verlängerung. Der Finger, ja. Ah, fuck. Ja, Rain! Ich hab so scheiße verteidigt gerade. Ey, oh mein Gott, hab ich gerade scheiße verteidigt. Ja, Vieira, Digga. Vieira, let's go. Und dann letzten Ecke, der. Rot? Das ist eine rote Karte, Digga. Nathan, nein, Abel. Oh. Digga, was ist da gerade passiert, Digga? Ich dachte, Abel macht jetzt. Ey, Hilfe, Alarm! Alarm! Was ist das? Bei dir und dann bei mir noch unfairer. Lass durchlaufen, Wef. Ja, 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 genau. Dein Let's Bronze. Go! Let's go! Das heißt für mich ein Pack und für dich 5, ne? 5? Ja, Niederlage und 2 für jedes Abstandstor. Ach, 2? 5, Digga, so viele Spieler habe ich noch nicht, Alter. Ich habe eine rote Karte bekommen, deswegen muss ich ja ein Pack machen. Er muss wiederum 5 machen. Hier erstmal mein Pack, was ich machen muss und dann abgeben muss. Bitte nichts Gutes! Ah. Ja, ein Tadic müssen wir nochmal abtun. So, hier haben wir Tadic einfach nochmal abgegeben in ein weiteres 81 Plus Set und fertig. So, und jetzt sind wir bei seinen Packs angekommen. Er macht diese 5 Packs, tut alle Spieler, außer einen, den schlechtesten halt, in ein weiteres SBC. Komm, fangen wir an. Okay, ist gut.
Ist schon schlecht, ist aber gut. Also schlecht ist, ist es gut. Digga. Wieder was Schlechtes. Du hast Lack im Umgang. Den habe ich abgegeben. Die eine Flamme. Deutschland LM. Große ins Loch, schon dreimal abgegeben. Bekommen wir nicht. Tut nicht weh. Den habe ich auch, Digga. Digga! Nee, das ist nicht wahr. Ey, du hattest jetzt 2,83 aus 5 Packs, Digga. Das war das Beste. Ich sag doch, wie viel Glück, Digga, man haben kann, Digga. Deutschland ZOM und ich zieh Harvard. Aber, Digga, das ist, Alter, Digga. Das tut halt nicht mal weh, verstehst du? Nee. Ich habe mit Tadic schon genauso gut vom Rating gehabt wie du. Und Tabsoba, Harvard. Und da gebe ich jetzt noch eine Hälfte. Ja. Bei Handa. Das öffne ich jetzt auch noch. Warte! Leute, Gnabry, hä? Besser. Gnabry wäre wär Headliner gewesen. Ja, stimmt, ja, ich vergesse den Geister. Oh, 84 und Fred. Ja, auf jeden Fall, das war's mit dem SBB. Und nicht vergessen, checkt das Turnier ab, was ich unten verlinkt habe. Kommt unbedingt rein.